Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Die Antriebe sind unser Thema. Wir gehen gerade durch die verschiedenen Betriebsarten und heute wollen wir über eine Betriebsart sprechen, ebenfalls ununterbrochener Betrieb, aber diesmal mit periodischer Drehzahländerung. Okay? Also mit periodischer Drehzahländerung. Wie schaut da die Leistung aus? Nun, die Leistung wird eine Zeit lang eben konstant sein. Ja. Dann werden wir irgendwo reinfallen, wo wir bremsen müssen. Und jetzt gehen wir auf eine zweite Drehzahl praktisch. Ja. Und jetzt werden wir halt eine geringere Leistung verwenden. Eine Zeit lang. Einfach. Ja. Dann beschleunigen wir die Sache wieder. Und dann sind wir auf einer höheren Leistung. Ja. Und das ist jetzt praktisch die Abfolge, die halt so zwischen Bremsen, wenig Drehzahl, Beschleunigen, viel Drehzahl. Das ist die Abfolge in diesem, das Spiel in diesem Belastungsfall. Okay. Wir haben also wieder ganz verschiedene Zeiten da drin. Ziehen wir uns diese verschiedenen Dinge mal wieder runter. Weil wir wollen nachher wieder den Temperaturverlauf uns ansehen. Gell? Gut, wir haben also wieder eine Spielzeit. Eine Spielzeit. Dann haben wir natürlich verschiedenste Zeiten da, also ich weiß jetzt nicht, ob die wirklich einen Namen haben. Das ist die Bremszeit. Ja. Das ist so, dann haben wir da was höchst, das habe ich gleich vergessen zum Anziehen. Muss ich ebenfalls noch runterziehen. Wir haben dann den Beschleunigungsvorgang. DB und das ist T. Ja, anfangen. Das sind so die Zeiten. Ja. Wie schaut das aus mit der Temperatur? Nun, wir werden natürlich wieder irgendwo ein Maximum erreichen. Ja. Und dieses Maximum erreichen wir natürlich da irgendwo. Ja. So. Und da so rübergehen. Da bei der Beschleunigungsphase werden wir eigentlich ärger praktisch. Dann werden wir da ebenfalls auf niedrigere Drehzahl. Da kann es sein, dass wir da sogar abkühlen. Da kann es sogar sein, dass wir da irgendwo herkommen. Und während der Bremsphase kühlen wir nicht so schnell ab. Dass man das so ausschaut. Weil da während weniger Drehzahl habe ich ja praktisch eine niedrigere, stabile Temperatur. Ja, so wird das ausschauen. Ja. Da während der Bremsphase wird sich das Abkühlen verzögern in etwa. Ja. Dann würde es praktisch abkühlen auf die niedrigere Beharrungstemperatur bei der niedrigeren Drehzahl. Zeichnen wir da praktisch so rüber. Ja. Dann beschleunigt man, da wird es schnell heiß. Ja. Und dann sind wir irgendwo wieder knapp an der Grenze dran und so ähnlich wird das aussehen. Ja, so, vielleicht, wie gesagt, qualitative Kurven. Ja, zack, zack. So ähnlich wird das aussehen. Hm? Und da haben wir jetzt wieder die maximale Temperatur Theta 1.
Ja, ununterbrochener Betrieb mit periodischer Drehzahländerung. So sieht das aus. Ja. Also jetzt haben wir schon relativ knapp an einem Auto dran praktisch, an einem komplett chaotischen. Das ist nämlich dann der letzte Betriebsfall. Ja. Das heißt, ununterbrochener Betrieb mit nicht periodischer Drehzahländerung. Das schauen wir sich, das ist der S9, das schauen wir sich das nächste Mal an. Also das ist praktisch dann wirklich Stop-and-Go-Verkehr oder das ist eigentlich Aussetzbetrieb. Einfach auf der Autobahn dahinfahren mit einem Elektroauto, nicht periodische Drehzahländerungen, Laständerungen, einmal geht es bergauf, ja, schauen wir uns an, was da rauskommen kann. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.